gemacht, Staatsdopingplan, wollten auf Rang 1 der Medaillenwertung sein, haben dafür sehr, sehr viel Geld investiert, nicht nur in die olympischen Sportstätten, sondern eben auch in den Staatsdopingplan. Und ich glaube, deswegen, Hajo hat das aufgedeckt in beiden Teilen und ihm gehört auch der Ruhm. Aber ARD und ZDF kümmern sich natürlich um die Dopingberichterstattung, aber das IOC hat auch andere Baustellen. Korruption ist ein riesengroßes Thema, Sportpolitik grundsätzlich, und das werden wir machen in ZDF, wie auch die ARD. Aber wir gleich erstmal ein bisschen später, weil ich finde, das ist nochmal ein extra Thema auch für den heutigen Tag, weil wir wollen nochmal zum Sport.